Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance-TV natürlich mal wieder. Und ja, während den Corona-Zeiten haben die meisten ja mittlerweile Homeoffice. Ich bin da auch nicht anders involviert. Und ja, deswegen, während ja bei Sturm auf Kurzarbeit umgestellt worden ist und ja, man einfach noch nicht absehen kann, ab wann wieder gespielt werden kann, ja, würde ich sagen, beschäftigen wir uns einfach mit etwas Positiverem, nämlich hier in diesem Video die, also meine persönlichen Top 5 emotionalen Sturmspiele einfach. Also das sind alle Partien, also mit eingeflossen jetzt auf den ersten Gedanken, ja, die ich persönlich entweder vor dem Fernseher oder natürlich lieber im Stadion miterlebt habe und die einfach hängen geblieben sind. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt seit 2002 so richtiger Sturmfan, wo ich wirklich alles verfolge. Und ja, von dem her wünsche ich euch da, glaube ich, ohne weiteres Gequatsche am besten nur viel Spaß mit diesem Video. Und ja, ein paar Worte dazu werde ich natürlich am Ende des Videos dann auch wieder verlieren. Also, viel Spaß. Und wir starten mit der Nummer 5 und das ist passiert, diese Partie am 20.05.2004, der letzte Spieltag in der Spielzeit 2003-2004. Sturm ist dem Abstieg nahe wie schon seit Ewigkeit nicht mehr. In den letzten Jahren hatte man schlecht gewirtschaftet, man hatte einen relativ teuren Kader, der den Erwartungen in keinem Fall irgendwie nur gerecht werden konnte. Das Ziel vor der Saison war eigentlich schon, ja, laut dem damaligen Trainer, der ja auch nur ein paar Runden überlebt hat, Gilbert Gress, der ein oder andere wird sich noch an den Schweizer Franzosen erinnern. Ja, und es ging einfach in die Hose. Der Start in die Saison war schlecht. Man hat Gress dann auch verabschiedet, damals noch von Hannes Kartnick Seiten aus. Und danach kam Mischa Petrovic, der dann irgendwie die undankbare Aufgabe bewältigt hat, ja, aus dieser wirklich zusammengewurstelten Truppe eine Mannschaft irgendwie zu formen und es auch geschafft hat, den Klassenerhalt am Ende, wenn auch knapp, einzutüten. Die besagte Partie ist in Runde 36, also die damals letzte Runde in der 10er Liga. Sturm empfängt zu Hause Schwarz-Weiß Bregenz. Die standen souverän im Mittelfeld, waren bereits gerettet. Und ja, Sturm kämpft im Fernduell gegen den damaligen FC Kärnten. Die gibt es heute auch nicht mehr. Eben um den Klassenerhalt gegen den Abstieg in Liga 2. Und ja, Sturm hatte eigentlich die dankbarere Aufgabe. Man war punktegleich vom letzten Spiel, hatte gegen Kärnten das direkte Duell am vorletzten Spieltag auswärts noch mit 0:2 verloren und hatte es trotzdem in der eigenen Hand mit einem Sieg eben das Ganze klar zu machen. Kärnten wiederum auswärts bei der Wiener Austria, die damals noch unter Frank Stronach und der Magner Rigide da unterwegs war. Die waren natürlich der klare Favorit und ja, haben das Ganze auch etwas erleichtert für die Blackies. Aber bleiben wir beim Sturmspiel. Die Blackies beginnen eigentlich ganz gut, haben ein paar Möglichkeiten, werden dann aber mit der Zeit doch unsicherer, machen aber dann doch in der Mitte der ersten Halbzeit durch einen gewissen Bojan Filipovic den Führungstreffer, ein ganz, ganz wichtiges Tor. Ja, das war eben auch der Dosenöffner, muss man sagen, für die Blackies. Denn nur wenige Minuten später das 2:0 durch einen sehr, sehr umstrittenen Mann im Sturmdress, Ronny Brunnmeier. Ja, genau, der auch mal beim GRK für einige Zeit war. Der hatte ja auch ein Intermezzo mal bei den Blackies, wenig erfolgreich im Gesamten. Der schien sich auch insgesamt nie wirklich wohl bei Sturm zu fühlen. Und ja, generell, das war so eine dieser Kartnick-Ideen, die im Nachhinein, ja, bisschen umstritten waren. Auf jeden Fall, Brunnmeier in dieser einen Partie, aber wirklich wichtig, macht das 2:0, quasi die Vorentscheidung, obwohl dann die Bregenzer nochmal rankommen, ein Freistoß von Hauser, wo Mandl auch nicht besonders gut aussah, das war eben der Anschlusstreffer zum 2:1, Sturm macht aber eben noch vor der Pause, wie gesagt, alles dann klar. Mario Haas damals vielleicht wichtiger denn je für die Blackies und ja, der schoss eben mit seinem Doppelpack dann Sturm auch endgültig zum Klassenerhalt. Wie gesagt, parallel verlor der FC Kärnten bei der Austria mit 0:2 und damit war die Sache auch erledigt. Sturm rettet sich, wird Neunter und ja, das sollte auch im Nachhinein betrachtet eine der wichtigsten Partien überhaupt, würde ich persönlich behaupten, für die Blackies gewesen sein. Denn damit hat man ja den Abstieg in die Zweitklassigkeit verhindert. Und wer weiß, wie das Ganze, wie die Geschichte bei unserem SK Sturm weitergegangen wäre, hätte man es an diesem Tag nicht zustande gebracht.
Auf der Nummer 4, die Saison 2008-2009, der SV Mattersburg trifft auf den SK Sturm. Im Gegensatz zu den eigentlich fast allen restlichen Partien war das keine Partie am letzten oder vorletzten Spieltag, wo es jetzt wirklich um alles noch ging, um die Wurst. Es war einfach ein ganz normales Ligaspiel damals. Und diesen Ausgang hätte sich aber vor der Partie keiner, also da bin ich mir sicher, keiner ausgedacht, maximal zum Spaß. Das Ergebnis, nämlich Beinhardt 6-5 für Sturm. Hört sich geil und spektakulär an, war es teilweise. Am Ende muss man sagen, war man trotzdem auf Sturmseite ziemlich frustriert, aber emotionaler kann eine Partie eigentlich nicht ablaufen, egal für welche Seite das auch das Herz schlägt. Kommen wir zum Spiel. Sturm startete los wie die Feuerwehr. Tor, 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 Tor. 5 Tore und das im ersten Durchgang. Wann gab es denn das bei den Blackies jemals vorher und nachher? Ich weiß es nicht, ob wir sowas nochmal oder wann wir sowas nochmal erleben werden. Aber auf jeden Fall war das schon eine, ja, heftige Sache. Mario Haas mit der Führung für die Blackies. Daniel Beichler baut sie aus. Sonnleitner macht den Deckel drauf, möchte man meinen. Und dann ist es nochmal. Zweimal Mario Haas, den die Mattersburger überhaupt nicht in den Griff bekamen, der immer wieder schön in den Lauf geschickt wurde und eben dann auch mit seinen Zauberfüßchen das ein oder andere goldene Tor da rausgeholt hat, die Sache eigentlich klar macht. Gefühl zur Pause. Ich weiß noch genau, dieses Gefühl in Mattersburg in der Halbzeit. Jeder lag sich in den Arm. Also man hat nur noch gegrinst, ein 5-0 zur Pause, das gab es vorher und nachher einfach nicht mehr. Und man war sich da wirklich sehr, sehr siegessicher auf Sturmseite. Was hätte denn auch passieren sollen? Tja, die Mattersburger Moral, die ist da ein bisschen unterschätzt worden. Man kann über Mattersburg viel schimpfen, aber Moral hatten sie auch schon damals. Der Zungenbrecher, Moment, ich muss da kurz schauen, Chisoma mit Chismadia, so genau, Chismadia mit dem 1-3, dann ist man auch noch auf 2, also mit dem 1-5 natürlich, auf 2 und 3-5 ist man auch noch rangekommen bei Mattersburger, auf der Mattersburg-Seite, durch einen gewissen Carsten Janker, der auch mal beim FC Bayern gespielt hat und dann eben nur mehr in Mattersburg, aber für die österreichische Liga hat es noch locker gereicht. Also Mattersburg kam dann wieder ran, Sturm war schon ein bisschen verunsichert, das hat man gemerkt, konnte trotzdem das 6. Tor tatsächlich erzielen, durch Andreas Hölzl, aber trotzdem brachte das keine Ruhe. Mattersburg drängte und drängte und kam dann tatsächlich zum 4-6 und gegen Ende durch Ilcho Namoski, ebenfalls ein ehemaliger Roter, zum 5-6 per Elfmeter. Das war es dann auch. Also die Stimmung nach dem Spiel war klarerweise dann nicht mehr so entspannt wie zur Pause. Also man hat sich irgendwie dann man hat es noch irgendwie geschafft, sich das Ergebnis rüber zu retten und den Dreier zu holen, aber klar, nach einem 5-0 zur Pause, da hätte man sich natürlich schon ein bisschen mehr Souveränität im zweiten Durchgang erwartet. Deswegen meine Theorie, vielleicht war das, wie gesagt, wirklich eine dieser Foda-Partien, denn man spielt ja auch, nicht zu vergessen, auch unter Franco Foda eine Zeit lang einen sehr, sehr attraktiven, offensiven Fußball. Dem ging das, glaube ich, nur irgendwann auf den Zeiger, dass man dann doch so viele Gegentore kassiert hat und sich eben dann oft auch doch unglücklich die Butter vom Brot hat nehmen lassen, sage ich mal. Ja, und von dem her war das vielleicht der Anfang von der legendären Doppelsechs unter dem Lord. Der 16. Mai in der Saison 2009-2010. Der SK Sturm steht im Cupfinale und trifft dort auf Wiener Neustadt. Auf dem Papier alles klar, das Stadion rappelvoll, also fast komplett rappelvoll mit Sturmfans, ein paar zerquetschte Wiener Neustädter, interessierte Fußballzuseher sind da auch mit ins Stadion gegangen, aber größtenteils war es eine schwarz-weiße Wand, auf die Blackies dazugelaufen sind. Man muss sagen, das Spiel selber, das war nicht berauschend. Das Spiel war eigentlich für Sturmverhältnisse sehr, sehr schwach. Man hat auch, muss man fairerweise dazu sagen, nicht die beste Saison gespielt gehabt. Man ist Vierter geworden mit Riesenabstand auf die Top 3 damals. Und das Ganze war so ein bisschen Larifari, würde ich sagen. Eine Saison, die man sich noch schön reden konnte. Aber der Cup hat da wirklich viel auch rausgerissen. Das muss man ehrlicherweise auch erzählen. Und dieses Cupfinale war eben einfach emotional, weil es der erste Titel für den SK Sturm seit 1999 war. Also man hat da wirklich schon ewige Zeiten wieder mal auf,
bisschen Zuwachs da für die Vitrine gewartet und hat es eben auch dann auch zustande gebracht. Das Spiel, wie gesagt, war kein gutes, die Stimmung war überragend, man hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht, gerade das Wörthersee-Stadion oder das Stadion eben in Klagenfurt, das ist, ja, glaube ich, für die Sturmfans schon etwas relativ Besonderes. Damals war es der erste Ansturm unserer Blackies. Und ja, man hat es dann Gott sei Dank auch irgendwie mit großer Hilfe der Allstars, mit einem Mario Haas und einem Samir Moratovic, die eben damals schon so gegen, dass ihre Karriere leicht ausklingen ließen, aber trotzdem immer wieder auch als Joker in den entscheidenden Phasen wahnsinnig wichtig für die Blackies waren. Und eben nach einer Moratovic-Flanke, der zunächst von Haas in Szene gesetzt wurde, ist es dann Klemen Lavrić, der auch eine eigene Story, ein eigenes Video fast verdient hätte, der traf wieder hin. Runde 0, gar nichts, vergab Chance um Chance, wurde als Fehleinkauf abgestempelt und dann in der Rückrunde hat er eigentlich ja losgebombt, fast ohne Ende, und hatte eben auch dieses wahnsinnig wichtige Kopfballtor in der 81. Minute gegen Wiener Neustadt gemacht. Damit stand der Cup-Sieg fest. Damals war es der vierte Cup-Titel für den SK Sturm. Und ja, am Ende muss man sagen, Ende gut, alles gut, und man hat sich mit diesem Titel nicht nur in die Geschichtsbücher eingeschrieben, sondern hat auch eine, ja, nicht so ganz geile Saison doch noch gerettet. Das nächste Spiel heißt wieder Sturm gegen Wiener Neustadt, dieses Mal in der Liga in Wiener Neustadt, und es war eine der wichtigsten Partien überhaupt, auch in der damaligen Zeit für die Blackies. Es war die vorletzte Runde, 35. Spieltag 2010. Nein, natürlich 2011, Blödsinn. Und Sturm traf eben auswärts auf Wiener Neustadt. Die Ausgangslage, es ging um nichts weniger, nichts Geringeres als den Meistertitel, den ersten Meistertitel eben auch seit 1999 für den SK Sturm. Die Blackies hatten sich eben durch konstante Ergebnisse eine gute Ausgangslage auf die Wiener Austria herausgespielt. Die Salzburger, die waren zu dem Zeitpunkt aus dem Titelrennen eigentlich schon raus, und Sturm brauchte einen Sieg in Wiener Neustadt, um aus eigener Kraft dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Tirol den Heimsieg dann einzufahren und eben den Meistertitel auch zu fixieren. Also die fast wichtigere Partie war eigentlich das Spiel in Neustadt, für mich persönlich, denn da war einfach alles noch offen, also auch von der tabellarischen Verteilung her, und ja, es war auch ein Krimi, muss man ehrlich sagen, obwohl es bloß in Wiener Neustadt war, damals noch mit Zusatztribünen und Wasserwerfern vor der Partie, weil es so wahnsinnig heiß war an diesem Tag im Mai. Und man muss sagen, Sturm hat es dann dramatischer hätte man es gar nicht machen können. Also wenn einer da ein Skript geschrieben hätte, ja, hätte es auch gepasst. Aber eben, zur Partie. Sturm, tut sich eigentlich schwer so im Gesamten, aber man muss auch sagen, es war eine Saison, wo Sturm wirklich viel von den Ergebnissen gelebt hat. Das heißt, man hat jetzt nicht diesen spielerischen Spirit noch gehabt wie in der Saison zuvor oder auch in den ein, zwei Spielzeiten vorher. Nein, man hat wirklich eher relativ konservativen Ergebnisfußball betrieben, der allerdings, und das ist der große Unterschied auch zu heute, funktioniert hat zumindest. Also damals haben wenigstens die Ergebnisse gepasst. Natürlich hatte man auch einen dementsprechenden Kader. Also da war auch ein Imre Sabic mit dabei unter anderem. Aber ja, die entscheidenden Akteure in dieser Partie waren eigentlich recht bekannte Gesichter. Das 1:0 nach einer knappen Stunde, nachdem es so ein bisschen hin und her ging und wieder Neustadt, glaube ich, ein bisschen vorher noch Aluminium getroffen hat, war es Florian Kainz. Genau, der Schweinschädel. Der hat getroffen. Zum 1:0. Die Flanke damals, ich glaube von Roman Kienast, auf Florian Kainz, der war allein vorm Tor der Neustädter. Gute Frage, ob eigentlich ein gewisser Siebenhandel damals schon im Kasten stand, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall war das eben die Führung für die Blackies. Neustadt kommt durch einen Freistoß. Das war immer so ein bisschen komisch in den letzten Jahren. Man hat oft entscheidende Freistoßtore bekommen. Und auch dieses Mal ein Freistoß von Alexander Grünwald, mittlerweile Kapitän bei der Wiener Austria. Der war nicht so gut getreten, dass Grazer den nicht hätte halten können.
aber die Freistöße sind eben immer so eine Sache. Klar, Licht war schlecht etc., das war eben der Ausgleichstreffer. Für Sturm eigentlich zu wenig. Man hat es natürlich mit Ach und Krach irgendwie versucht dann noch zu machen, hatte aber dann tatsächlich ja die Hand Gottes mit im Gespräch. Es war nicht die Hand Gottes, es war nur die Hand von Edin Salkic, ehemaliger Sturmspieler auch noch. Da gab es ja wirklich einige Gerüchte, dass da vielleicht Wettmanipulation oder sonst was drin war. Ich glaube ganz ehrlich, es war einfach ein dämlicher Reflex. Sturm mit einer Ecke, glaube ich, mit einer Flanke auf jeden Fall. Und Salkic, ja, der hebt da den Arm hoch. Klare Sache, es gibt den Strafstoß. Und ja, wer hätte den zu der Zeit besser verwandeln können als Samir Muratovic, Hashtag Legend. Der haut den rein, wenige Minuten vor dem Ende. Und Sturm feiert eben ausgelassen auf dem Feld. Ein Harz wird abgebusselt, alle drehen durch. Alle rennen aufs Spielfeld, ich inklusive. Und ja, man gewinnt das Ganze 2:1. Das war eben auch der Grundstein für diesen Meistertitel 2011. Es war kein schöner Fußball, aber es war erfolgreicher Fußball. Man hatte das Glück, dass Salzburg vor allem in dieser Saison wirklich sehr, sehr gekriselt hat. Also man hat da einfach nicht seine Leistung finden können bei den Dosen. Die Austria sowieso zu der Zeit eher ein größerer Konkurrent gewesen. Und ja, irgendwie hat man es geschafft, sich durchzuwursteln. Wir waren buchstäblich, ohne dass es so abtrünnig klingen soll, wie es sich anhört, aber wir waren der Einäugige unter dem Blinden. Gott sei Dank hatten wir diese individuelle Qualität von einem Mario Haas, von einem Samir Muratovic, auch ein Florian Kainz. Also von dem her muss man sagen, bei Sturm hat damals trotzdem viel noch zusammengepasst und ja, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Sieg. Auf Platz 1. Und das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, weil es einfach so viele Partien gibt, die irgendwie im Hinterkopf geblieben sind und wo ich mir noch denke, ey, das war geil, das war geil, das war geil, das war geil. So viele Möglichkeiten, aber ich habe mich da trotzdem an ein eher relativ aktuelles Spiel entschieden, nämlich, das ist gerade mal 2 Jahre her, die Saison 17-18, ebenfalls im Mai, und es heißt Sturm gegen Salzburg. Es war das Cup-Finale, man hat sich schon auch das Halbfinale hätte die hier Erwähnung sicher verdient. Das Halbfinale gegen Rapid war schon irre. 3:2, wahnsinniger Thriller, irgendwie da weitergekommen. Den Erzrivalen aus Wien da rausgehauen. Und ja, im Finale war man der klare Außenseiter auf dem Papier. Die Salzburger, klar, souverän wieder Meister geworden. Damals auch in der Europa League für sehr viel Aufsehen erregt. Gesorgt. Die waren, glaube ich, sogar bis im Viertel- oder Halbfinale, auf jeden Fall Salzburg, sehr, sehr dominant in dieser Saison. Dann kommt das Cup-Finale, es geht wieder mal nach Klagenfurt und da weiß man Bescheid. Natürlich volles Haus, so ziemlich volles Haus, überall schwarz-weiß, paar zerquetschte Dosen zwischendrin und ja, Sturm ist die bessere Mannschaft, eigentlich von Anfang an. Man ist bemüht, man merkt natürlich auch gleich mal, die Salzburger sind platt, die hatten eine lange Saison, gerade im Europacup extreme Doppelbelastung und das hat man in diesem Spiel gemerkt. Sturm war da fit, Sturm war ausgeruht, hatte auch eine gute Saison gespielt, aber war eben, wie schon so oft im Europacup, relativ früh leider ausgeschieden, in der Quali zur Europa League, nämlich gegen Fenerbahce an der Stelle. Und ja, man ist eben die dominantere Mannschaft im Cup, man hat mehr Chancen, man hat Salzburg eigentlich auch größtenteils unter Kontrolle. Natürlich kann man nicht alles verhindern, was die Dosen da aufs Feld bringen. Das Einzige bei Sturm, was fehlt, ist das entscheidende Tor. Das will und will einfach nicht fallen. Man probiert's und probiert's, auch die Salzburger. Klar, die aber wie gesagt irgendwann da fertig waren und ja, das Problem war, irgendwann hatte man schon das Gefühl, okay, wir bringen den Ball nicht rein, wenn die Dosen jetzt einen Angriff fahren, dann ist es vielleicht vorbei. Das war so bei mir und bei vielen anderen, mit denen ich mich unterhalten habe, da auf der Tribüne, ja schon so im Hinterkopf verankert. Was passiert? Sturm hat trotzdem in der Verlängerung, wo die Salzburger ja dann komplett schon auf Reserve liefen, das Glück des Tüchtigen, würde ich mal sagen. Marvin Potzmann, immer noch bitter, aktuell Last-Spieler, mit seiner Flanke in den 16er und dann steht da Stefan Hirländer da, der haut den Ball per Volley rein, wird schlecht gedeckt und das Stadion rastet aus. Hirländer macht das Tor, in Schwarz-Weiß liegt sich jeder in den Armen und am Ende pfeift der Schiedsrichter das Spiel dann auch ein paar Minuten später ab.
Sturm Feier tatsächlich als krasser Außenseiter, obwohl man eine starke Saison in der Liga hatte und man hatte eine wirklich gute Mannschaft auf dem Platz, ob das jetzt ein Essay, ein Edomonji oder Essay war da nicht mit dabei, genau, der war verletzt, aber man hatte einen Danny Allah im Kader, einen Peter Schuler, also es war eine Mannschaft, die hat einfach funktioniert. Man hat lang gebraucht, bis man eben eine vernünftige Truppe auf dem Platz hatte. Umso trauriger natürlich, dass man diese im darauffolgenden Sommer nicht zusammenhalten konnte. Es gab ja dann wieder den großen Umbruch, aber ich schweife ab auf jeden Fall. Richtig, richtig geile, geile Partie. Das war der Sturmgeist, wie er leibt und lebt. Also da, man hat gekämpft, hat gebissen und hat auch spielerisch Akzente gesetzt. Und ja, da gab es und gibt es nach wie vor nichts zu meckern. Das war mein SK Sturm, wie ich ihn mir vorstelle. Und ja, von dem her ist das die klare Nummer 1 für mich persönlich. So, das waren erstmal meine Top 5 der emotionalsten Sturmspiele. Und ja, natürlich fehlen da einige ohne Wenn und Aber, die man auch locker da reinpacken hätte können. Man hätte auch locker eine Top 10 oder Top 15 Liste machen können. Ich würde trotzdem sagen, ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Partien euch da ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, die ich vielleicht hier auch gar nicht aufgezählt habe. Vielleicht habe ich sie auch nicht gesehen, war auch nicht mit dabei. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Das nächste Video, das wird übrigens ein Top 5 Transfer Video für die Black Keys, also bei den Black Keys. Wir haben ja schon mal die Top 5 Flop Transfers letztes Jahr gemacht. Ich würde sagen, an diesem könnten wir da anschließen. Also schreibt euch da ein paar Namen in die Videobeschreibung rein. Und ja, die Namen, die ihr auf jeden Fall haben wollt, die schreibt ihr am besten auch in die Kommentare eben dazu. Also, von dem her würde ich sagen, war es das jetzt erstmal wieder von mir. Der Bart wird wahrscheinlich beim nächsten Mal noch ein bisschen länger sein und die Haare auch. Friseur ist ja im Moment eher schlecht zu gestalten. Also, tja, von dem her sehen wir uns auf jeden Fall ganz bestimmt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.